So, hallo liebe Freunde, wir wollten uns ja noch ein bisschen hier bei Ahnung weiter umschauen. Das Walbruckbecken hat ja noch eine Transferroute, die würde ich jetzt mal über den Jordan werfen. Gut, ich werde die Route aus dem Register löschen. So. Schauen wir doch mal gerade eben, wie weit wir mit der Brücke dann vielleicht kommen. Das wäre mir schon ein Anliegen. 29%. Ja, ich weiß. Aber es klappt natürlich vorne und hinten nicht. Denke ich mal. Ich lasse das mal kurz ein bisschen laufen. Behalte aber oben auch die Superlegierung und die Baubots ein bisschen so im Auge. Was habt ihr denn da vor? Guckt euch das mal an. Halt, Obelli, wo kommt ihr denn hier? Egal. So. Wir bräuchten noch ein paar Einwohner. Und zwar nicht viele. Nur noch 300 Peoples. Ich weiß, das ist nicht ganz clever, aber ich baue nebenbei noch ein bisschen. Hier müsste man diese Ecke doch noch schön voll kriegen, oder? So. Ich nehme die kleinen Häuschen, weil die kosten keine Baubots. So, haben wir das auch geklärt. Da hinten war also auch noch so ein kleines bisschen die Häuschen. Fertig. Wenn ich die jetzt auf Administratoren hochziehe schon, ich glaube, dann sacken mir entweder Sünfzellen ab oder Neuroimplantate. Bin mir aber nicht ganz sicher. Biokost ist schon so ein bisschen in der Ruhe. Aber das kriegt man ja noch schnell hinterher. Genau. Ah, das würde Baubots kosten, aber ich würde so gern. So. Das dürfte uns doch den entscheidenden Boost geben für die nächste Firmenstufe. Ja. Wunderbar. Da haben wir das nächste Sektorenprojekt. Bringen Sie die Kampfdrohne an, zerstören Sie die Überreste vom Darm. Okay. Warum sind Sie hier? Zack. Dann schnapp dir mal die Drohne und ab dafür. Wie viel denn? 3 Stück nur. Stelle ich mich zwischen die beiden. Da hat der Kleine erstmal was zu tun. Zack, zack, zack. Boom. Zack, zack. Boom. Wunderbar. So. Sie machen gute Arbeit. Roger. Ich weiß. Ja, hier wohne ich. Aber egal, es geht um die Arbeit. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Logistik für 10 Minuten. Das wäre jetzt noch nicht das Riesendrama, ne? Also ich müsste jetzt eh hier unten nochmal mit der Reisproduktion ein bisschen nachziehen. Also könnte man hier auch gleich noch, wenn man dann eben ein paar Logistikcenter dahin baut. Ja, pass auf, das machen wir auch. Logistik ist eh gerade bei 1. Da würden wir 41 kriegen, dann 39. Wie sieht es hier aus? 31, 32. Macht, glaube ich, Sinn dort. Reis. Produzieren wir wieder Plus.
Wie schaut's sonst aus? Sünden, das geht sogar noch. Das geht auch noch. Irre. Wahnsinn. Was macht meine Brücke? Wenn ich mir die Baubots angucke, passt das wieder nicht. Ja, okay. Ich habe noch nicht genug Logistik. So. Reicht leider immer noch nicht. Niemand kann mit unserem Tempo mithalten. Leisheng Electricity bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Jetzt fehlt da wirklich eine Logistik. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Leute. Okay. Ich kann ja mal eben hier ein bisschen ne, vorausschauen vielleicht. Was haben wir hier denn noch? So. Hier hätten wir die beiden. Die müssen ja eh angebunden werden. Und die binden wir nämlich dann hier an. Und dann macht sich vielleicht hier auch ein Logistikcenter gut. Wie wär's? So, dann läuft der Timer nämlich. Die 10 Minuten können wir nämlich dann auch noch schön aussitzen. So, Entschuldigung, Kreuzband. Wie geht's denn hier weiter? Es fehlen wieder mal die Baubots. Aber ich will die Produktion jetzt auch nicht wirklich ankurbeln. Müsste die Fabrik upgraden, man müsste die Bergbauplätze upgraden und, und. Ich weiß nicht, ob das so dolle ist. Die Bilanz ist von 7000 auch runter auf 6,8. Naja, gut. Was fehlt euch denn? Sicherheit. Superlegierung Baubots, um so einen Administrator auf einen Manager aufzurüsten. Okay. Die Manager, die sparen wir uns vielleicht nochmal einen kleinen Augenblick auf. Wenigstens bis die erste Brücke fertig ist. Hm? Na? Möchtest du noch fertig werden, bitte? Das wäre toll. Also ein Traum, meine ich, ne? Das wäre so super. Ja, das lähmt einen jetzt natürlich ein klein wenig. Würde ich vorschlagen, gehen wir mal kurz auf den Mond. Holen wir uns mal einen Mondkrater. Iwamoto-Krater. Das ist der Datendurchsatz auf der Festplatte. Ich bin mir fast sicher. Weil ich die ganze Zeit hier auch mit den Videodateien hin und her jongliere und ich glaube, das sollte ich mal komplett auslagern ins Netzwerk. Ich meine, dann, wenn er mal in Wallung gekommen ist, dann geht er ja auch, dann schreibt er ja auch, aber so. Ach, komische Sache. Hui! Wir kaufen uns ein Mondlager. Tada! Ui. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen kann. Wir haben unser erstes Mondlagerplätzchen. Hier dieser Kreis um das Ding drumherum ist der Schutzschild. Ja, dann schauen wir doch mal gerade eben. Also ihr seht schon, das kostet teuer Geld. Allein schon dieses kleine Stück Straße hier, 725 von diesen Credits. Das ist schon moron. Da machst du nicht viel. Was wollen wir überhaupt tun?
Besetzen Sie Mondgrad, habe ich gemacht. Bauen Sie Wohnhäuser, bauen Sie einen Schildgenerator, bauen Sie Sauerstoff. Meine Güte, okay. Ich baue ja relativ gerne dann hier den Rand so ein bisschen auch mit aus. So, vielleicht erschließen wir uns ja dann schon mal so ein bisschen die Bergbauplätze hier auch. Ah, das ist auch wieder tricky hier, meine Güte. So. So vielleicht noch. Ich würde halt gern wenig Bauplatz verschwenden, weil auf, ne, diese Krater sind nicht riesig. Das merkt man erst nachher. So. Das sollte so gehen. Das wird schwierig, hier diesen ganzen Geraffelquatsch auszubauen, aber manchmal hat man Glück und dann passt dann doch nochmal irgendwann was. So, jetzt haben wir zwei von diesen Bergbauplätzen da angebunden. So. Ein kleiner Schritt für mich. Bin es für die Ja, in der Tat, den Rest kann ich mir denken, Freund. So. Das ist ein Schildgenerator, der kostet 25 Kilo. So. Wie viele Häuschen haben wir denn? Achte. Wie willst du da denn noch groß setzen? Also mein Ernst. Ach. Ich meine, hier muss nachher sowieso einer stehen. So. Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Selbst kleinste Meteorpartikel können ihrer Kolonie großen Schaden zufügen. Energieschilde verhindern das. So, jetzt hätten wir. In ja. Diesem Sektor befindet sich die erste Kolonie, die den Vorgaben des Mondwesensierungsprogramms entspricht. Kein Grund zur Klage. Vergessen Sie aber nicht unsere gute alte Erde. Um Ihre Monderträge runterzuschicken, müssen Sie weitere Landeplätze für Frachtschiffe errichten. Okay. So. Wir brauchen Kerneisbohrer, benötigt Bergbauplatz, Mondeis und Titanplatten. Wir brauchen auch die Titanmine, um Titanplatten zu produzieren. Und dann müssen wir auch nochmal irgendwann hier so einen Solarkollektor machen. Bei der letzten Konferenz wurde die Preisverringerung beschlossen. Ach, das ist sehr schön. Kostet nur 8.100. 9.000, 9.000, 9.000. Fangen wir mit Titan an. Oi, na, gucke mal. Oh, da brennen sie mit den Lasern das Titan aus der Mine. Aus diesem Minenbauplatz. Super geil. Fährt der Laser hier auf so einer Schiene? Ah, schon schön. Hier hätte ich noch eine Sauerstofffabrik im Angebot. Hier will keiner haben, ne? Passt da wunderbar rein. Fehlt uns noch Eis. So. Jetzt produzieren wir Mondeis. Wir verbrauchen einen Sauerstoff und produzieren auch einen Sauerstoff. Ja, das Eis, was wir hier produzieren, ist natürlich irgendwie... Ach. Okay. Können wir... Ach, können wir nichts mitmachen. Das muss da sowieso irgendwann weg. Die müssen wir nämlich irgendwann nochmal ausbauen. Magnetit. Oh, dieser seltene Rohstoff. Ekelig. Ja gut. Hier haben wir das Projekt. Ich habe ein Angebot von Cassian Industries für Sie. Der Mond ist voller Meteoritenkram. Natürlich ist das ein Albtraum, aber warum machen wir nicht das Beste? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen. Wissenschaftlich.
Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Das sieht schon richtig geil aus. Also, da kommt auch ein bisschen Atmosphäre auf. Schon geil. Finden Sie den Meteorit? Okay. Was für ein Meteorit? Sowas hier? Ah, okay. Ja, gut. 6 Stück davon finden. Könnte man schaffen. Wenn... Da ist noch einer. Aha, okay. Da ist noch einer. Aber dieses Haken und Ruckeln, ich muss gleich mal... Also nach dieser Folge muss ich dem kleinen PC mal eben ein bisschen auf die Finger hauen, glaube ich. Gucken, woran das liegt. Du kannst ja hier nicht mal über die Maps scrollen. So. Das kann es ja nicht sein, ne? Da haben wir noch einen. Wie viel haben wir denn schon? 4. Fehlen nur noch 2. Gucken wir mal eben hier so ein bisschen rum. Das ist eigentlich ganz schön, dass die so auffällig markiert sind. So, da ist noch wieder einer mit so einem weißen Rand. Da ist der letzte. Ihre Arbeit hat auf höchster Ebene Zustimmung bekommen. Ja. Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Irgendwann haben wir nochmal die Chance, diese kleine Lücke hier zu füllen. Aber die Sauerstofffabrik... Es störte mich auch jetzt gerade die ganze Zeit. Von daher, ich die da mal eben kurz weggesetzt. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Arbeitskraft. Ach du Heiliges. Was wollen die überhaupt? Die wollen... Ist für mich okay. Größtenteils. Bionische Erweiterung, Reparaturen, Verjüngungskuren. Oh Leute. Okay. Das wird ein Spaß. Aber ihr seht schon, was unsere Bilanz gerade getan hat. Ne? Hat sich die Karten gelegt. Ganz geschmeidig. Das ist halt kein Profit Center da oben auf dem Mond. Das kostet eigentlich mehr als das, ne? Als das man da verdient. Das einzig Tolle ist, da kann man halt, wie gesagt, ne? Energie produzieren. Das ist genau das, was wir wollen. Gute Nachrichten. Sie haben die offizielle Erlaubnis der Global Union an bestimmten Stellen Brücke zu bauen. Ja, okay. Hier ist das Sektorenprojekt auch gleich fertig. Das läuft halt weiter. Ich hoffe, meine Stimme ruckelt nachher auch nicht. Wenn der jetzt komplett anfängt, mit der Leseschreibgeschwindigkeit in den Keller zu gehen. Ach, Probleme über Probleme, die man so hat. Naja, egal. Wie sieht's hier aus? 4 Minuten irgendwas, keine Baubots. Brückenbau, pausieren. Genau, machst du kurz Pause. So. Vielleicht liegen hier noch irgendwo Baubots rum. Oh. Diese unsagbare Geschwindigkeit, irre. Ne. Da liegt nichts rum, da liegt noch was. Biopolymere, schade. Und sonst noch irgendwo was? Na? Kiste? Kiste? Kurz mal Kisten suchen gehen. Manchmal lohnt es sich ja. Da liegt noch was. Baubots! Ne! Irre! Wie geil! Ja. Gute Arbeit. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe da einen Job gesucht. Brückenbauplatz eingerichtet. So, jetzt kriegen wir die Brücke aber auch wirklich fertig. Ich bin mir ziemlich sicher. Was haben wir hier denn überhaupt? Ach, das ist so eine böse Mission. Ja, da habe ich noch gar kein Interesse dran. Ja. Bilanz nach oben treiben. Das ist so nachher die Devise.
Da kümmern wir uns dann auch drum. Wenn wir hier so ein bisschen Fuß gefasst haben auch. Okay, euch fehlt hier Sicherheit. Das ist in Ordnung für mich. Ich lasse gleich, wenn das Ding hier fertig ist. Achso, ist auch schon fertig. Oh, Superlegierung. Haben wir gerade nicht. Brauchen wir gerade für die Brücke, Mädel. Was haben wir überhaupt im Lager? Wahrscheinlich gar nichts. Minus 6. 42 hätten wir im Lager. Naja, gut. Ich lasse die Logistikcenter übrigens auch stehen. Wir werden sie eh brauchen. Och nö, jetzt sind die Bauboards schon wieder alle. Wie viele müssen da rein? Eigentlich nur 25. Mann. Brückenbau angehalten. Aha. Klasse. So. Verjüngungskuren werden wir mehr brauchen. Definitiv ähnlich wie Vitamindrinks, weil die auf dem Mond ja auch welche haben möchten. Oh, keine Baubots, schade. Ja. Das ist es quasi, ne? Ich weiß gar nicht, ob die dann in der Arktis, wollen die auch haben? Ich glaube, diese Verjüngungskuren, die sind mega beliebt nachher. Ähnlich wie Vitamindrinks. Ich weiß auch, dass ich mich da tot produziert habe. So. Ja, wir haben wieder 10 Baubots. Da wäre es ja auch nicht. Fertig werden. Schnell, schnell, schnell. Dann können wir nämlich mit der, ja, mit der Bevölkerung von dieser Insel weitermachen. Yay! Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Guckt euch das an. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit drin. So. Ui. Schon schön. Sieht gut aus. Dann hier über den Staudamm drüber. Gefällt mir. So. Die Ecke da oben machen wir noch zu. Kostet Baubots. Ja, okay. So, 6er Block. Nicht schön. Wie ist die Lage? Das ist besser, glaube ich zumindest. So. Dann schließen wir den hier auch noch ab und dann kommen hier wieder ein paar kleine rein. So. Das nämlich auch. Da könnte man sonst auch noch mal eben 3 reinziehen. Ah, guck mal, so halbwegs passt das ja sogar, ne? Dann haben wir hier schon mal ein paar abgeschlossen. Dann, ja, Bilanz geht schon wieder in die 3000 rein. Wie viele bräuchten wir denn? 10.200, also noch ungefähr 1.000 Leute. Dann hätten wir die nächste Firmenstufe. Was ist denn deins hier gerade? Superlegierungen. Haben wir davon jetzt wieder ein paar auf Lager? 66. 67. Kriegen wir also auch gleich noch hin. Solange wir die jetzt nicht
in großem Stile ausgeben. Die hier grain wir noch ab. Ähnlich wie diese hier. Jetzt gehen nämlich die Vitamindrinks aus, die Verjüngungskuren, der Reis, alles wieder. Ah, alles wieder im Minus. Toll. Ich freue mich. Hier hatten wir doch noch eine Fabrik, die war ein bisschen über, oder? So. Na, Hallöchen. Telefon, Telefon, Telefon. Wie hatte ich das denn sonst gebaut? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte mir da sogar extra auch nochmal was angeschaut, wie andere das gebaut haben. Gibt ja immer so ein paar Freaks, die... nicht Freaks. Ein paar intelligente Köpfe, die ja wirklich irrsinnig gut diese Gebäude ineinander verschachteln. Ich mache hier erstmal weiter. Früchte hätten wir ja noch ein paar. Aber das wird über kurz oder lang auch sein müssen. So, mal eben eine Produktionslinie mehr dazugezogen. Sind wir hier ordentlich im Plus. Wir brauchen Verjüngungskuren. Da fehlt es dann wieder an diesen hier. Immer noch. Limit erreicht, das heißt, die ist voll. Jetzt fehlen uns ein paar Algen. Das kriegen wir auch schnell hin. So, dann haben wir da nämlich auch ein bisschen gearbeitet. Reis. Ne, das reicht an Polster erstmal. Die Neuroimplantate. Nicht, worüber wir reden sollen. Na, okay, brauchen die auch. Okay. So, wir haben genügend Superlegierung am Start. Zack. Container nehmen. Wo soll das hin? Zu? Mai. Okay. Dahin. Fahr, mein Katamaran. Fahr, wie du noch nie gefahren bist. Oder... egal wie. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse hier ernst genommen werden. Ja, ich gebe mir Mühe, aber ernst ist noch was anderes, glaube ich. Denen fehlt Gemeinschaft. Oder Information. So. Guck mal, da würden volle 10 dazukommen. Geil. Setzen wir den doch da so ein Infocenter hin. Das rahmen wir dann noch schön so ein. So. Oh wei, oh wei. Das wird so eine abenteuerliche Konstruktion. Ei, ei, ei. Okay. Komm hier. Ihr Projekt war erfolgreich. Wunderbar. Ah, ja, hallo, klappt das? Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. So. Hier einen sauberen Abschluss. Mit den großen Gebäuden wohl eher nicht.
auch nicht toll. Auch nicht toll. Hier hätten wir jetzt 15 gebaut, ne? Also pro Gebäude gehen 5 rein. Da passt aber auch noch ein ordentlicher Sack von denen hier rein. Macht das denn Sinn? So, dann hätte man hier einen halbwegs sauberen Abschluss und dann könnte man da vielleicht noch ein bisschen Park reinbauen. Oder was habe ich noch? Kleines Reservat? Nein. Baum. Baum, Baum, Baum. Hier so eine Baumreihe. Ach, guck mal. Die freuen sich hier, ne? Ordentlich. Ich hoffe, alles ist denn. Geh weg. So. Schön, so eine Baumreihe hier. Mensch. Können die Kinder jetzt Drachen steigen lassen und naja. So. Ja. Beim nächsten Mal machen wir die Ecke hier weiter voll und dann gucken wir, dass wir die Bilanz noch nach oben treiben, die Firmenstufe. Gehen zwischendurch immer mal wieder auf den Mond und in die Arktis. Ah, und dann halten wir den ganzen Apparat so ein bisschen am Laufen. Menschen bauen, gucken, was für Bedürfnisse ins Minus gerutscht sind und nacharbeiten, neu produzieren, dass es gedeckt wird an Bedarf. das ist ordentlicher Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal, liebe Freunde, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!